Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Seite Breath of the Wild. Jetzt das letzte Mal waren wir auf dem Weg zum Leunen. Oh mein Gott! Und ich bin ein bisschen nervös, weil der Leune rotes Fell und so, ihr wisst schon, der scheint ein bisschen fies zu sein. Was ist das denn? Ach so, nur Pflanzen. Ja, und wir kennen so einen, glaube ich, schon mal. Und ja, der macht uns kaputt. Das war der. Also, wir haben einen gefunden mit Eispfeilen. Und wenn das genau das gleiche mit Elektropfeilen so ist, sind wir gearscht. Denn diese Elektropfeile waren richtig heftig. Und wir haben natürlich, weil ich so ein mega Profi bin, diese Elektromedizin gegen den bösesten Feind überhaupt benutzt. Und zwar normale Popelgegner. Ja, das war so schlau. Boah, wir haben da so viel Zeit gespart, deswegen. Oh Mann. Aber es wird schon irgendwie funktionieren. Vielleicht ist es ja gar nicht so ein Gegner. Und wir müssen ihm ja auch irgendwie nur die Pfeile wegdingsen. Vielleicht darf er auch einfach nur daneben hauen und dann ist die Welt wieder toll, weil bla bla bla. Oh. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Du bist richtig am Arsch, wenn du hier weitergehst. Schild, bin ich gearscht? Mutprobe voraus, aber nicht übertreiben. Du bist voll am Arsch. Oh, verdammt. Selbst die Schilder wissen, dass ich am Arsch bin. Wir haben aber 3 extra Herzen, was nicht schlecht ist. Was nicht schlecht ist, weil dann ist die Chance höher, dass wir nicht gewonnen werden. Hä? Aber möglicherweise getuhütet. Hat der eigentlich gleich ein kleines Intro, oder? Oh man, so ein offenes Feld und wir sehen ihn nicht gleich. Sowas von Intro. Oh nein, das ist wirklich so einer. Und hier sind wirklich überall irgendwelche Elektropfeile. Oh shit. Haha, hi. Es ist eine Stealth-Section. So halbwegs. Du siehst mich nicht. Auch mit einem dreckigen Fragezeichen. Nein. Das ist gegen die Regel. Hören die ein? Wenn ja, dann hat er diese Tsch-Tsch-Tsch bestimmt nicht gehört. Was machst du? Auf zu schummeln. Aber dafür würde ich vielleicht eine andere Waffe haben. Möglicherweise. Ist natürlich voll cool, wenn wir den richtig damit weghauen können, aber ich nehme erstmal das, weil da haben wir ein Schild. Ich glaube, wir sammeln erstmal. Ich meine, ihn zu töten wäre natürlich das Einfachste, wenn wir ihn kaputt bekommen. Aber wenn wir ihn nicht kaputt bekommen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, Idee vertagt. Okay, Idee wieder aufgenommen. Wir nehmen unser stärkstes Zweihand 50 Schaden und reißen ihm seine Eingeweide in Stücke. Oh shit. Das hat nicht mal viel Schaden gemacht. Abtötung von Mani Kamala. Yo, der Damage. Nein, nein, nein. Ich glaube, wir sollten nicht gegen ihn kämpfen. Aber es ist schon zu spät. Oh, das hier. Ja. Jetzt sind wir OP. Hey, hör auf weg zu rennen. Deswegen rennt der nicht mal weg. Kollege? Hat der Elektropfeile bestimmt. Unsere Waffe ist fallen gelassen. Wo sind? Hier. Oh oh. Okay, nicht kämpfen. Scheiße. Game of was war das? Hei. Erneut versuchen. Junge, was geht mit dem ab? Oh. Okay. Stealth-Action ist gute Action, denn die bringt uns nicht um. Ho, 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 wow. Ach ja, was mir übrigens aufgefallen ist, ich hatte irgendwann mal gesagt, es gibt ja, ich will da hoch. Au, wow, toll.
Oh. Wir müssen also gegen ihn kämpfen. Coole Sache. Sehr coole Sache. Ich freue mich. Was ich sagen wollte, Grogsamen, es gibt nicht nur 500, es gibt 900. Also, es wird sehr lustig. Okay, es ist Zeit, diesen Möchtegern zu zeigen, dass er uns nicht sieht, dass wir Eisstäbe haben, dass wir Elektro, dass wir einen Elektrostab haben. Wow. Wow. Au. Au. Heb deine Sachen auf. Oh, shit. Er soll aufhören damit. Ah. Okay. Elektrostab, möglicherweise keine schlaue Idee gegen einen elektroschießenden Gegner. Planänderung. Vielleicht zeigen wir ihm, dass wir einen Eisstab haben. Ich fühle mich verarscht. Der schlägt uns in Stücke. Aber er hat uns gerade nicht gesehen. Wir können also rein theoretisch. Ja, genau. Und dann schon mal den Eisstab ausrüsten zur Sicherheit. Falls er uns in Stücke schlägt. Ich meine, wir können auch einfach aus einer Entfernung dafür sorgen, dass er uns nicht sieht. Und wegrennen. Ja, sicher. Und hier, wir müssen nicht gegen, ich glaube, wir sollen gar nicht gegen den kämpfen. Hör auf, den Stab zu verschwenden, ich. Okay. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, wo der wäre, ist auch nicht schlecht. Sieht er uns sofort? Nope. Okay, okay. Ich glaube, es sollte gar nicht mal so schwer sein, die Sachen hier einzusammeln. Boah. Weil da der Typ überall seine Sachen rumschießt, ich weiß auch nicht warum. Voll die Verschwendung. Die Ampfeile, was haben die gemacht? Was will er eigentlich? Oder will er zeigen, dass er schon so viel gekämpft hat? Oh, so ein wichtiger Krieger der Wichtigkeit. Oh, wow. So. Ja, damit. Herr. Wirklich? Ich bin mich verarscht. Okay. Ich glaube, es ist eine Zeit für ein Schlag gegen Baum. Nein. Wirklich? Okay, wir brauchen eine Axt dafür. Auf jeden Fall nicht so. Der Pfeil scheint ein bisschen zu stecken. Oh, recken, stecken. Dann, aber, wie viel haben wir denn an jetzt 19? Wir brauchen mindestens 20. Ich hätte gerne doch ein bisschen mehr. Oh. Hallo! Gewonnen! Was? Gewonnen! Scheiße! Okay. Wir wissen schon mal, was wir machen müssen. Rennen in die andere Richtung. Er darf uns nicht sehen. Und dann, wenn wir weiter hinten sind, speichern. Ich bin so schlau, oh mein Gott. Okay, er hat uns gesehen. Wir müssen ja sowieso noch ein Foto machen. Okay. Au. Okay. Ei. Das ist cool. Keine Chance. Er darf uns nicht sehen. Das ist am Anfang voll Lotto, ob er uns sieht oder nicht. Wenn er uns sieht, sind wir gearscht. Und wenn nicht, dann ja. Ich meine, wenn er uns sieht, können wir immer noch versuchen, gegen ihn zu kämpfen, was eh nicht funktioniert. Ohne Elektrogedöns. Und selbst mit, wir sind einfach gearscht. Weg hier. Willst du mich verarschen? Wir dürfen uns nicht gleich bewegen, glaube ich. Das ist das Problem. Egal, wir können ja mal versuchen. Erstmal ein anderes Schild. Vielleicht ein Holzschild. Warum nicht? Oder so. Hallo. Puh. Komm schon. Aua. Mann. Der macht uns so Aua. Wo ist mein Maxi-Gedöns hier? Her damit.
Irgendwie bringt es gar nichts. Ich hätte gerne ein Schild. Nein! Ein Schild. Wenn wir richtig stehen, kann uns nicht sehr viel. Huh! Du kannst nicht mal kreuzweise, du Pimmler! Was hast du? Ich hab eine Idee. Oh, irgendwas, das uns Schaden dazu gibt. Hier. Angriffskraft Level 1. Überall 1, oder? Ah! Was war das? Oh. So. Haben wir den kaputt bekommen? Ich will ein Foto von ihm machen. Wo rennt er hin? Huschihi. Hallo. Wo rennt er hin? Oh, ei, 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 danke. Oh, das habe ich gebraucht. Oh. Egal. Toll. Toll. Macht einfach alles kaputt. Okay. Bogen und voll in sein Gesicht. Ja. Einfach drauf. Okay, unser Waffe ist kaputt. Ich glaub's nicht. Wir haben noch eine Handwaffen, gut. Mann, wir sind so nah dran. Ich will es schaffen. Hier wieder alle unsere beste Sachen hier. Ja! Okay. Und. Oh, was will der für Angriffe machen? Habt ihr das gerade gesehen? Wow! Oh, ich bin zu dumm. Noch irgendwas mit mehr? Nein? Ich heil trotzdem. Es ist auch nur sicherer. Abwehr. Ja, her damit. Sehe ich gerne. Oh, Mann, du! Hunde! Baum! Der Damage! Ich finde es voll uncool, Mann! Na! Ah! Bitte Ruhe! Oh. Geh einfach kaputt! Genau, mach die Taktik. Genau, genau! Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich kann gerade voll nicht aufpassen, tut reden, weil. Komm schon! Ja! Foto. Geschafft. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Leinen Schild. Leinen Huf. Leinen Schwert. Leinen Bogen. Mal drei? Dreierschüsse oder was? Ja, no. Alter, ja, ja, ja. Ich hab's überlebt, Mann. Moment. Speichern. Heilige. Sorry für diese total uninteressantes Getöns, Gelabere, Kommentary, wo ich eigentlich nichts gesagt habe. Mann, das Spiel ist. Was war das? Das Spiel erinnert mich voll an Dark Souls. Ich weiß auch nicht warum. Und ich krieg den doofen Fall immer noch nicht. Das ist einfach nur fies. Es erinnert mich so an Dark Souls. Es ist nur ein bisschen offener und natürlich ein bisschen farbiger als Dark Souls. Obwohl Dark Souls hat manchmal auch ein paar farbige Gebiete. Nur es ist halt. Ja, keine Ahnung. Es kommt einem so vor wie. Ich weiß nicht.
Eine Mischung aus Dark Souls und Skyrim. Ein schweres Skyrim. Ich weiß auch nicht. Heieiei. Ich meine, es ist natürlich, wenn wir jetzt eine total OP-Ausrüstung gehabt hätten, wäre das alles kein Problem. Easy peasy. Aber haben wir nicht. Und wir könnten das trotzdem schon machen und das war gerade voll heftig. Und wir haben, ja, eine Menge schöne Waffen weg. Wir sollten, glaube ich, also ich nehme immer noch die, ein bisschen unsere Zweihandwaffen wegbekommen. Wie viele, schauen wir mal, wie viele Pfeile haben wir denn? Ich meine, wir haben jetzt ein Foto von dem, ups, ein Foto von dem Typen gemacht. Moment, das war schon richtig. Tasche, da. 21, sehr schön. Wir werden noch mehr holen. Wir werden hier alle, die ich hier finde, werde ich natürlich gleich mitnehmen. Und auf den Berg werden wir auch noch gehen, da hoch. Weil möglicherweise ist da irgendwas ein Secret oder so. Und Krog mal wieder. Ich meine, wenn es hier 900 verkackte Krog-Samen gibt. Also auch 900 Krogs. Es sei denn, man kriegt irgendwie mehr bei einem irgendwo. Keine Ahnung. Dann, ja. Kein Wunder, dass wir schon so viele gefunden haben, weil es nicht viele waren. Und ui. Schön. 4 Stück. So, hier ist ein Schild. Hey Schild, red mit mir. Zeigt beim Sprung in den Stausee euren Mut, Krieger des, der Zoras. Oh. Ja, ja. Tolle Idee. Immer wieder gerne. Ich werde es auch machen. Ich werde da runterspringen. Weil ich mich selbst hasse und Selbstmord machen. Nein. Nein. Quatsch. Weil. Warum nicht? Vielleicht gibt es einen Krog. Krok, 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 krokidok, di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 d
Muss ja keiner wissen. Hey, du. Ich habe ein Foto gemacht. Hä? Guten Morgen. Link. Wie sieht es mit dem roten Leuen? Wie steht es? Hier, ja, ja, hier. Oh, fantastisch. Lass mich schnell einen Blick darauf werfen. Hier, guck mal. Ja, man sieht nicht unbedingt viel und er ist tot. Was für ein seltsamer Schrei. Bitte verzeih mir. Es geht mir schon wieder gut. Das ist also ein Leune, eine furchteinflößende Bestie. Wenn sie das sehen, werden sie auch die Dümmsten hoffentlich aus dem Kopf schlagen, das Donnerhorn zu besteigen. Er ist tot und... Egal. Und wie zur Hölle sollt ihr über das Foto sehen? Ich kann das ja nicht irgendwie schicken oder so. Ich danke dir, ich werde den jungen Leuten im Dorf dieses Bild zeigen. Ja, wie denn? Du hast doch das Bild gar nicht. Oh, richtig, deine Belohnung. Was? Je mehr Schwimmtempo, desto nicht viel bringt. Im Moment noch. Ja, bisschen weniger Verteidigung. Es war vor langer Zeit ein Schmied auf Geheiß des Zora-Königs. Er wurde sehr populär. Vielleicht weißt du, dass der östliche Stausee ein Gemeinschaftsprojekt von Hyliane und Zoras war. Nachdem er vollendet war, begann man als Zeichen der Freundschaft diese Art Beinschutz für Hyliane anzufertigen. Leider kamen mit der Zeit immer weniger Hylianer zu uns, deshalb musste der Rüstungsladen meines Vaters schließen. Dieser Beinschutz war das Letzte, was noch in unserem Lager verblieben war. Damit kann ein Hylianer schwimmen wie ein Zora. Bevor er in unserem Lager weiter Staub fängt, gebe ich ihn lieber dir. Die als Hylianer wird er sicher hilfreich sein. Schwimmen wie ein Zora? Können wir jetzt unendlich schwimmen? Wow. So, aber ich will jetzt erstmal die Folge beenden und das nächste Mal sehen wir uns dann beim Elefanten. Ja, vielleicht koche ich noch davor ein bisschen. Egal, ich beende jetzt erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.